Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft aber bei Bauerhäuser heute Samstagmorgen? Ich hole da den Düngerstreuer und werde in der Kuhweide Dünger, eine leichte Düngergabe geben, damit da was nachwächst. Und ich hoffe dann, dass es heute noch zu regnen beginnt. Oder übers Wochenende. Und was ist noch? Ich grüße da, mein Gruß geht nach Polen. Nach Brabuti. Dort ist ein großer Fan von mir. Seine Tochter hat mir geschrieben, ob ich ihn grüßen kann. Er würde sich da sehr freuen darüber. Und das mache ich gerne. In Brabuti führt ihr Vater einen Bauernhof mit 100 Hektar Fläche. Und ich grüße ihn natürlich sehr. Viele Grüße nach Polen, nach Brabuti. Ja, und anhängen noch natürlich herzliche Geburtstagsgrüße nach Babuti. Er hatte Geburtstag am 2.6. und ich habe es leider nicht gesehen oder zu spät gesehen, um da rechtzeitig zu antworten. Also noch einmal Grüße nach Polen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, bevor ich da mit Düngerstreuen beginnen kann, muss ich sofort tanken. Auf absolutem Minimum. Ich denke, da gehen 250 Liter rein. Ich habe eigentlich ein bisschen zugewartet und gedacht, dass der Dieselpreis noch sinkt. Es war ja ein großes Überangebot, aber in der Schweiz ist er nicht so gefallen, wie ich gedacht habe. Mein Traum wäre gewesen, mal wieder Diesel zu tanken, der Liter für 1 Franken. Ich kann mich noch erinnern, als der Diesel von 99 Rappen auf 1 Franken oder darüber gesprungen ist. Ja, und jetzt ist der 1 Franken 39, sehe ich gerade. Also tanken wir mal. Ich stoppe da mit tanken. Und hoffe noch auf ein paar Cent günstigeren Diesel, wenn ich das nächste Mal tanke. Habe da 171 Liter getankt für 238 Franken. Und es gingen da noch viele rein. Gehen noch einmal 70 Liter rein. Ganz sicher. Also jetzt ab Düngerstreuer holen, damit ich da Dünger streuen kann. Und ich nehme den 714er, weil ich in Hanglage Dünger streue. Und der 311er bin ich langsam vorsichtig geworden mit seiner schmalen Bereifung. Da im Hang fahren möchte ich lieber nicht, wenn es geht. Nicht mit einem ziemlich großen Düngerstreuer. UFA 400 Mischung wollte ich eigentlich nach dem ersten Schnitt Gülle geben, bin ich dazu gekommen und ist schon praktisch, jetzt kann ich da schnell mal halt noch ein bisschen, ich gebe da Bor-Ammonsalpete 23%, habe den Düngerstreuer auf 150 Kilogramm die Hektare eingestellt. 50 Kilogramm die Hektare. Habe ich noch 52 Kilogramm im Streuer. Länge 170 Meter reicht das noch. Und das reicht bis nach vorne. Auf mit Hilfe des Bockball Computers. Gute Maschine. Brave, gute Maschine.
20 Kilogramm nehmen ab. Die Stammzahl von 100 Meter. Und der Steuer zeigt mir 0 an. 0 Meter. Ich habe da auf den letzten paar Metern noch ein bisschen erhöht. Mit der Plus-Taste habe ich die Menge um 20% erhöht. Jetzt kann ich da mit der Minus-Taste wieder auf 150 Kilo gehen. So einfach geht das, Menge erhöhen oder absenken. Jetzt schauen wir mal hinten in den Düngerstreuer. Es kann sein, dass da eine Differenz ist und noch 2-3 Kilo drin sind. Wie schaut es aus? Noch ein kleiner Rest beidseitig. LB Plus Wiegestreuer. Der wiegt, was da rauskommt. Düngerstreuer wird bei uns immer gerade gewaschen. Gewaschen, zurückgebracht, innen, außen und dann Schieber offen, dass er innen trocknen kann. Und dann gerade den Traktor auf und wenn die Schieber waschen, so ging es gut. Vergessen. Ja, Samstagabend, 20 vor 7. Bauer Hause auf seinem Bänkli, auf seinem Feld, hinter mir meine Kartoffeln. Mein Nussbaum, Bänkli gehört der Gemeinde. Jawohl, das war's wieder mal. Der Samstag ist auch vorbei, ich muss dann mal schauen, was ich da alles auf Video aufgenommen habe, weiß es bald nicht mehr. Manchmal filme ich viel und manchmal vergesse ich's. Wir haben heute Nachmittag auch noch im Tunnel, wo wir die Kürbispflanzen angezogen haben. Jetzt ist ja alles rausgeräumt, Kürbis gepflanzt und jetzt habe ich da mit der kleinen Motorhacke gehackt und die Anne pflanzt da Tomaten im Treibhaus. Also, das war's vom Bauerhause vom Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.